Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Montag, der 11. November 2019. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, ganz zu Beginn herzlichen Dank für ein paar eingegangene Spenden. Darüber freue ich mich sehr. Das macht meine Arbeit weiterhin möglich. Leider hinterlässt nicht jeder seine Adresse, sodass ich mich nicht persönlich bedanken kann. Aber vielleicht wissen die betreffenden Personen, ja auch, dass sie jetzt gemeint sind, also vielen Dank dafür. Ja, nach einer Woche Pause geht's jetzt wieder weiter mit den Tageshoroskopen und wir haben hier Anfang der Woche jetzt auch mehrere wirklich sehr interessante Konstellationen, die es zu besprechen gilt und alles läuft so ein bisschen auf den Vollmond zu, der morgen Mittag stattfindet, auf den wir gleich schauen werden. Aber auch heute am Montag ist eine sehr interessante Konstellation, dadurch, dass sich hier Merkur und Sonne im Skorpion treffen, im 19. Grad Skorpion treffen. Merkur ist ja rückläufig, noch seit Anfang November, noch bis 20. November. Die Sonne natürlich läuft normal gegen den Uhrzeigersinn, wird natürlich nicht rückläufig. Merkur läuft mit dem Uhrzeigersinn, sodass beide aufeinander zulaufen und sich heute Nachmittag um 16.23 Uhr treffen werden, was in dem Sinne noch etwas Besonderes ist, weil eben auch Merkur direkt an der Sonne vorbeizieht, sozusagen, also auch sichtbar wäre mit Fernrohr und Sonnenschutz. Und damit kommen hier Sonne und Mond im Skorpion direkt zusammen, was hier nochmal ein ganz starkes Licht auf den Merkur im Skorpion legt und der hat eben sehr viel zu tun mit dem Aufdecken von Hintergründen, damit, dass wir einfach tiefer gehen, dass wir in tieferen Schichten Informationen über uns, unser Leben erfahren können und das hängt eben oftmals damit zusammen, dass es bestimmte Bereiche in uns gibt, die uns einfach oftmals daran hindern, der Mensch zu sein, der wir sein könnten, das zu tun, was wir tun wollen. Das sind oft innere Zwänge, innere Programme, die ablaufen, die sich auf alte Glaubensvorstellungen stützen, die wiederum oftmals entweder sogar in dieses Leben schon mitgebracht worden sind oder in der Kindheit eingeprägt worden sind. Das können auch massiv Ängste sein oder auch Themen um Macht und Ohnmacht. Auch Themen, wie gehe ich mit meinen Trieben um? All das sind Themen, die jetzt besonders beleuchtet werden können, wobei es eben beim Merkur, rückläufigen Merkur, vor allem auch erstmal darum geht, die Dinge überhaupt wahrzunehmen, zu erkennen, zu bedenken, bevor wir dann daran gehen können, auch etwas zu verändern. Also eine hochinteressante Konstellation heute. Vielleicht sollte man heute Nachmittag dann keine super wichtigen Gespräche führen oder auch zumindest keine Entscheidung treffen in diesem Zusammenhang. Ja, und heute Morgen, beziehungsweise heute Nacht, kurz nach Mitternacht, ist der Mond vom Widder in den Stier gewechselt, wo er heute Morgen direkt um 8.10 Uhr auf Uranus getroffen ist. Und der Mond im Stier läuft jetzt sozusagen weiter, bis er morgen Mittag die Opposition zur Sonne erreicht hat und damit dann auch den Vollmond im November. Sonne und Mond stehen sich hier beim Vollmond natürlich gegenüber. Der Neumond, der Saatgedanke dieses Vollmondes, also die, wo dieser Sonne-Mond-Zug ist, begann, der war hier im Skorpion vor 14 Tagen circa. Und jetzt der Vollmond hier mit Sonne, Opposition, Mond, eine starke Spannung zwischen Sonne und Mond, die bestimmte Dinge in die Sichtbarkeit, in die Erfüllung nach draußen bringen soll. Das hat viel mit den Themen zu tun, die ich eben hier schon bei Merkur Sonne im Skorpion besprochen habe. Es geht hier ganz klar darum mit dem Mond im Stier. Er sucht Sicherheit, Beständigkeit. Er möchte eine gewisse Komfortzone haben und sich möglichst aus der nicht fortbewegen. Hier geht es viel ums Festhalten und im Skorpion in dieser Konstellation mit dem rückläufigen Merkur geht es viel ums Loslassen. Und hier haben wir die klare Opposition zwischen was gilt es festzuhalten, woran halte ich fest, was soll Bestand haben
und welche Dinge gilt es loszulassen? Wo bin ich vielleicht zu sehr in meinen Gewohnheiten gefangen, im Sicherheitsdenken gefangen? Bin ich unbeweglich oder zu träge? Da gilt es genau hinzuschauen und dann Wege zu finden, hier vielleicht etwas mehr loszulassen und um damit mehr Freiraum für mich zu gewinnen. Ja, der Vollmond ist ja harmonisch zum Pluto, was nochmal die Skorpionqualität unterstreicht. Es geht hier also auch tatsächlich um Wandlung, um Transformation, höhere Ebenen zu erreichen für uns, um hier einfach tiefer gehen zu können. In gewisser Weise spielt auch Mars hier noch eine Rolle. Mars in der Waage, der zwar über das Quadrat zum Pluto schon rüber ist, aber was noch mit reinwirkt. Es geht hier also wirklich auch darum, an unseren Schattenthemen weiterhin zu arbeiten, uns erlittenen Verletzungen zu stellen. Und hier mit Venus im Schützen und Jupiter im Schützen, der ja am 2. Dezember in den Steinbock wechseln wird, ist auch Grund zum Optimismus. Wenn wir denn die richtigen Erkenntnisse haben, wenn wir die richtigen Schlüsse ziehen. Der Ablauf morgen früh ist dann wie folgt: irgendwie morgens um 10:52 Uhr steht der Mond in Opposition zum rückläufigen Merkur. Um 14:36 Uhr, 35 ist dann Vollmond. Mars ist im Sextil zu Jupiter, unterstreicht also auch die positiven Aspekte dieser Phase. Am Mittwochmorgen geht es dann weiter für den Mond in den Zwilling und Venus läuft ins Quadrat zu Neptun. Das ist dann am Donnerstag exakt. Das ist ja auch ein sehr idealistischer, spiritueller Aspekt, sodass hier auch das Thema Beziehung, Sehnsüchte in Beziehung auch noch eine große Rolle spielen, was ich aber vielleicht dann in den nächsten Tagen besprechen werde. Soweit erstmal zu heute und zu dem Vollmond. Ich wünsche uns allen einen schönen Montag, einen interessanten Merkur-Sonne-Übergang und einen intensiven Vollmond und melde mich dann wieder morgen zum nächsten Tageshoroskop. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Bis dann, alles Liebe.